Heute gibt es 3 Tipps zum technischen Bergauffahren. Herzlich willkommen, ich heiße Roxy und freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich das Thema technisches Bergauffahren mit dir anschauen, weil meiner Meinung nach das total unterschätzt wird. Eigentlich, finde ich, macht es total Spaß und man kann auch bergauf seine Fahrtechnik und sein Bikegefühl immens schulen. Wir haben hier eine nicht mehr überrollbare Wurzel, also sie ist relativ hoch, sie ist auch momentan sehr rutschig. Ich bin am Ochsenkopf im Fichtelgebirge, es hat ziemlich viel geregnet, wahrscheinlich typisch deutscher Sommer und deswegen ist es auch hier alles ziemlich rutschig und danach geht es auch nochmal wurzelig bergauf. Ich möchte dir 3 Haupttipps geben, wie du solche Passagen sicherer meistern kannst. Tipp Nummer 1 ist die Gangwahl. Das hört sich zwar total logisch an, aber wenn du in einem zu schweren Gang bist, dann fehlt dir einfach die Kraft und dann, wenn es hier technischer wird, hast du die Kraft nicht mehr, um weiterzutreten und wenn der Gang zu leicht ist, dann ist es so, als ob du dein Auto in den roten Zahlen fährst, also du trittst einfach viel zu schnell und dann kann es nicht funktionieren. Tipp Nummer 2 ist, dass du tatsächlich auch öfter mal aus dem Sattel gehst, um balanciert im Bike zu bleiben, also ausgewogen mit deinem Körpergewicht, Vorder- und Hinterrad zu belasten. Du kennst es vielleicht hast du mein anderes Video zum Thema Pressure Control bergab schon gesehen und da wirst du erfahren, dass wir durch Mikrobewegungen unseres Körperschwerpunkts wirklich die Traktion auf Vorder- und Hinterrad behalten können, ohne dass wir aktiv am Lenker drücken müssen. Und das Gleiche gilt auch beim Bergauffahren. Wenn du nämlich Druck am Lenker hast, dann bleibt dein Vorderrad hier sofort stecken. Und wenn ich wirklich den Lenker zwar umschließe, aber weder wirklich aktiv belaste noch aktiv entlaste, rolle ich über die meisten Wurzeln einfach drüber. Und da kann es helfen, wenn ich aufstehe, damit ich mit meinem Körperschwerpunkt mich auch bewegen kann. Denn wenn es bergauf geht, möchte ich, um balanciert zu sein, viel weiter vorne im Rad sein, als ich in der Ebene oder bergab sein möchte. Tipp Nummer 3 ist, den Wheelie Front Wheel Lift zu lernen, also das Anheben deines Vorderrads mit einem Pedalschlag. Ich habe dazu bereits einige Videos auf Englisch, ich werde sie dir unten verlinken. Wenn du das nämlich kannst, dann kannst du hier relativ langsam anfahren, dein Vorderrad drüber heben und dein Hinterrad nur entlasten und das rollt dann auch drüber. Mit diesen 3 Tipps wirst du schon viel, viel sicherer unterwegs sein. Einen Bonustipp habe ich noch und zwar das Absteigen bergauf. Beim Bergabfahren, darüber habe ich auch schon ein Video, jetzt dir auch unten verlinken, wollen wir nach hinten absteigen, um sicher zu sein. Beim Mountainbiken bergauf kann es durchaus auch mal praktisch sein, nach vorne abzusteigen. Wenn ich zum Beispiel hier genau absteigen möchte, kann ich meine Füße einfach auf diese Wurzel packen. Oder wenn es zu steil wird, kann ich trotzdem auch nach hinten. Diese Sachen müssen vorher geübt sein. Also taste dich einfach ran, übe solche Sachen in relativ kontrollierten Bedingungen und dann kannst du sie auch im Gelände, wenn es komplizierter wird, anwenden. Vor allem beim Bergauffahren merkt man ziemlich schnell, ob man mit viel Kraft arbeitet oder ob man relativ, sagen wir mal, gefühlvoll arbeitet. Und deswegen kann es auch sein, wenn du mit sehr viel Kraft arbeitest, dass dein Hinterrad mal schnell spinnt, also dass es quasi durchrutscht. Und wenn du außerdem mit sehr viel Kraft arbeitest, wirst du merken, wird das Bergauffahren, weil dein Vorderrad immer irgendwo stecken bleibt, ziemlich ermüdend. Also da kannst du ganz, ganz viel mehr Flow reinbringen, wenn du deine Fahrtechnik verfeinerst und das wirst du natürlich auch bergab spüren. Wenn du individuell von mir begleitet werden möchtest, dann schau auch mal unten in der Videobeschreibung. Ich habe nämlich eine Online-Coaching-Plattform mit ganz persönlichem Coach-Feedback. Ich würde mich total freuen, dich dort zu begrüßen. Vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Tag noch und ciao.